Fantastic. Guten Tag und willkommen zur 17 Uhr Folge von Let's Play Clash of Clans. Bevor Matthias morgen die beiden Folgen macht, wollen wir heute einfach mal schauen, wie denn man diesen Luftfeger gescheit einbringen kann in die Base, also ins Base Design. Der Luftfeger ist ja ein neues Element, ein neues Verteidigungsgebäude, was ja mit dem letzten Update kam, was aber quasi integriert werden muss, ohne dass eine neue Mauer platziert wird. Ne? Das ist so das Problem, was ich jetzt momentan auch habe. Ich habe meine Base mal umgebaut. Den Link zu diesem Base Design findet ihr unter dem Video, den habe ich mal dahin gepostet. Der ist von Clash of Clans Builder. Relativ neuer Plan gewesen, erst 21 Stunden da gewesen, wo ich da geguckt habe. Und ich habe mir mal eine kleine Liste gemacht. Wir wollen mal von 8, 9 und 10 mal uns anschauen. Bei Farming Bases natürlich. Erstmal nur eine Farming Base und, glaube ich, eine Pokalbase habe ich, glaube ich, auch noch drin. Und wir können ja mal generell mal einen Blick drauf werfen. Auf verschiedene Bases, wie baut man ihn gescheit ein und so weiter. Also, wenn man jetzt mal meine Base sich anguckt. Die Luftabwehr steht hier und hier, relativ weit entfernt voneinander, ist aber jetzt nicht unbedingt problematisch, eigentlich aufgrund des Radius, ne, überschneidet sich sogar leicht. Habe ich mir gedacht, baust du den Feger einfach mal hier rein, könnte ich jetzt natürlich auch drehen, sieht man jetzt vielleicht wegen dem Rot nicht so ganz so gut. Habe aber den Plan, er soll so halt relativ mittig zeigen zwischen die beiden Luftabwehren. Das ist so der Plan, der dahinter steht. Meine alte Base kann ich euch auch nochmal zeigen, die habe ich ja hier noch, mal gucken, wie sich das jetzt hier so gestaltet, in der anderen Base. So, die andere Base, da sehen wir, er steht ein bisschen weiter außen, aber auch zwischen den beiden Luftabwehren, also, ich weiß es nicht. Er hat eben so noch eine Diskussion mit Pirat, das ist auch die erste Base, die wir uns mal anschauen wollen, der hat gesagt, soll die Luftabwehr unterstützen, das heißt, er soll da reinpusten, wo die Luftabwehr auch ist. Ich weiß es nicht, ob das jetzt sinnvoller ist, es jetzt so zu stellen, wie ich ihm das gesagt habe, dass es quasi dazwischen herpustet oder halt anders. Also das ist auf jeden Fall natürlich eine Base vom Design her, die kann ich jedem nur wärmstens empfehlen für Rathaus 9. Also wer eine Rathaus 9 Farming Base sucht, diese Base ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Warum ist die richtig gut? Natürlich, man sieht es, die ganzen Standardelemente, die man hat in einer Base, ne? Die Lager werden gescheit geschützt, ne? Die Testen sind auch richtig positioniert. Die Bogentürme und die Kanonen sind außen, das ist natürlich auch immer empfehlenswert. Luftabwehr ist okay, deckt auch alles ab. Und du hast in der Mitte natürlich das Dunkle. Die Klarenburg ist nicht leicht zu locken, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht zu locken. Und du hast die Helden in der Mitte, genauso wie die X-Bögen. Und du hast sogar noch die beiden, Bohrer in der Mitte. Ist halt die Frage, ob dieser Tesla da außen stehen bleibt, ob er ihn noch woanders hinsetzt. Weiß ich jetzt so. Aber doch, klar, der kommt wahrscheinlich normalerweise hier hin, wo jetzt hier der Platz ist. Ja, also eine richtig schöne Base. Wie gesagt, mit dem Air-Sweeper ist halt so eine Sache. Ne? Momentan zeigt er dahin. Er hatte ihn vorher etwas weiter nach rechts stehen, dass er in Richtung von dieser Luftabwehr hier gepustet hat. Da bin ich auf jeden Fall auf euch angewiesen, dass ihr mir mal schreibt, wie ihr das bei euch gelöst habt. Habt ihr den Airfeger schon, oder den Luftfeger schon, und welche Richtung zeigt er denn? Bei mir, wie gesagt, in dieser Base nach da, in der anderen Base ist er natürlich viel weiter mittig. Bin ich noch auch gar nicht sicher, ob wie gut diese Base jetzt tatsächlich hält. Habe ich noch nie ausprobiert, habe ich eben erst gebaut. Und hier ist er, wie gesagt, halt mittiger. Ich könnte ihn jetzt auch noch woanders hinzeigen lassen. Ich finde es aber ganz gut, dass er eigentlich so zwischen diesen beiden Luftabwehren hin und her fegt. Weiß man nicht. Und halt die Sachen abhält, davon hier in die Mitte zu kommen. Das ist so der Plan, den ich da jetzt hinterstehen habe, hinter dieser Base. Dann habe ich noch eine andere Base mir rausgesucht. Gut, dass der Humoro auch da ist. Das passt ja schon mal ganz gut, der Humoro. Der hat nämlich auch eine, wie ich finde, ganz gute Base, finde ich. Ja, er ist noch nicht so ganz so lange wahrscheinlich auf... Wie lange ist er schon auf Rathaus 9? Ich weiß es gar nicht. Hier ist nämlich auch ein Base-Design. Ja, vielleicht die... Ja, das ist die Frage. Die Klarenburg ist vielleicht ein bisschen zu weit außen. Er hat aber auch beide Helden in der Mitte. Er hat die Bögen in der Mitte. Er hat drei Teslas in der Mitte stehen. Der vierte ist im Ausbau. Der kommt wahrscheinlich dann hier zwischen. Er hat das dunkle Lager da in der Mitte. Noch ein anderes Lager. Das Lager wird auch geschützt. Ja, das ist halt die Frage, ne? Du musst immer so ein bisschen Kompromisse eingehen und dann ist der Airsweeper hier halt auch in der Mitte und pustet in Richtung dieser Luftabwehr. Könnte man vielleicht auch noch ein Stückchen drehen? Ist halt die Frage, ne? Will man, dass er in die Mitte pustet? Beziehungsweise will man... das ist auch eine Frage. Soll der Airsweeper eher nach außen pusten oder eher in die Mitte pusten? Das sind ja auch so Sachen. Ja, wenn er in die Mitte... Das ist echt... Du kannst ihn auch irgendwo in die Mitte stellen und ihn dann da irgendwo reinpusten lassen... Keine Ahnung, ich weiß es nicht, das sind echt alles neue Elemente, die sich jetzt natürlich ergeben haben durch dieses Update, ne? Jetzt hatte ich noch eine Rathaus 8 Base, hatte ich mir auch noch rausgesucht, von dem guten
Maurice, ich hoffe mal, das war auch richtig. Ich habe mir zumindest eine 8er Enter geschrieben. Hoffen mal, jetzt ist es keine 9. Nein, das ist eine 8er. Und, war der denn denn? Warum habe ich mir ihn denn rausgesucht? Der hat doch gar keinen Sweeper. Das ist auch wieder so. Ja, toll, habe ich mir jetzt rausgesucht. Der hätte nicht mehr den. Da ist er doch. Haha. Ja, er hat ihn jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, ob das beabsichtigt ist. Er hat ihn jetzt da außen stehen und hat ihn jetzt in die Mitte zeigen lassen. Ich würde ihn jetzt halt eher so. Ja, ich würde ihn jetzt hier, in diesem Fall, würde ich ihn, glaube ich, sogar, ja, in die Richtung von dieser Bauhütte zeigen lassen. Ist halt die Frage, ne, was machst du damit? Die Base, wie gesagt, relativ gut für Rathaus 8, finde ich, eine relativ schöne Base. Du hast halt auch nicht so viele Möglichkeiten, ne, du hast jetzt hier nur, ja, du hast nur 3 Luftabwehren, da macht es aber vielleicht auch mehr Sinn, diesen Air Sweeper gescheit zu positionieren, weil du halt eine Seite der Base einfach nicht abdecken kannst damit. Du kannst eine Seite nicht abdecken, also setzt du da den Air Sweeper hin. Ist die Frage, vielleicht kann man auch hier irgendwie noch da was wegmachen oder so, dass man den hier zwischensetzt oder so, irgendwo hier rein oder so. Das sind halt alles so Elemente, wo ich mich frage, wie löst man das gescheit? Da habe ich auch noch eine Rathaus, was war das? Rathaus 10 Base hatte ich noch. Vom guten Dreammaker, wo ist er denn? Dreammaker, der war hier. Und er hat einen Rathaus 10 Base mit dem Air Sweeper und wir gucken einfach mal an, wie sich das denn dargestaltet, weil die anderen Leute, die den jetzt gerade haben, haben ihn im Ausbau und haben halt deswegen die ganzen, ja, den ganzen Air Sweeper haben die dann ja die am Rathaus stehen, die meisten. Oder halt irgendwo anders außen und deswegen ist das ja halt nicht repräsentativ. So, was hat er denn hier? Er hat ihn auch hier zwischen diese beiden Luftabwehren gepustet und halt auch weg vom Inferno. Man sieht es, die Sachen gehen auf die Luftabwehr, die gehen auf den Inferno oder gehen auf das Dunkle. Ja, das ist auch eine gute Taktik, glaube ich. Ne? Du kannst dir irgendwie überlegen, welches Lager steht in der Nähe von dem Luftfeger. Und dann sagst du, möchte ich das vielleicht, dass das da weggepustet wird, aber du kannst auch von der anderen Seite angreifen. Das sind alles so. Ich weiß es auch nicht. Ich bin auch sehr unentschlossen. Ich weiß noch nicht genau, dass, wie gesagt, wer noch eine schöne Base sucht, diese kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist wirklich eine schöne Base für Rathaus 10. Ja. Und wenn ihr noch eine gute Base habt, dann schreibt sie einfach mal in die Kommentare rein. Ihr würdet mich auch wirklich mal interessieren. Von alles, also es gibt ja, glaube ich, es geht ab Rathaus 6 los mit dem Air Sweeper, also von Rathaus 6 bis Rathaus 10, werden auf jeden Fall Bases gesucht. Und jetzt hatte ich doch noch eine mir rausgesucht. Genau, eine hatte ich noch rausgesucht. Das ist aber ein Screenshot, den mir der gute Michael geschickt hat. Und das ist jetzt eine, zum Beispiel ein Base-Design für eine Pokal-Base oder eine Clan-War-Base. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Du hast die 4 Luftabwehren und der Sweeper ist jetzt halt wirklich genau da, wo die Luftabwehren im Grunde nicht gescheit hinkommen. Macht Sinn eigentlich. Finde ich ganz gut. Finde ich echt, wäre noch eine gute, aber der hat auch wieder nur, ah doch, der hat 4 Minenwerfer. Wäre wirklich eine gute Rathaus 9 Trophy oder Pokalbase, diese kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Sieht ganz gut aus, halt, dass die Lager sind ja, wie gesagt, bei einer Pokalbase eh nicht so ganz so wichtig eigentlich. Zum Beispiel das Dunkle steht halt relativ weit außen, aber naja. Was will man da machen? Also, es geht ja eher, sagen wir mal, es ist eine CW-Base, da sind die Lager ja scheißegal und das finde ich ist eine ganz gute Base eigentlich. Und jetzt gucken wir mal noch, ich hatte mir ja noch umgebaut. Wir hatten mal verloren natürlich, ne? Wie denn die Leute das hier gelöst haben, das hat mich auch mal interessiert. Also, solche Kira, gucken wir einfach mal, hat den Sweeper hier hingestellt. Ja, okay, hat ihn jetzt hier hingestellt. Hätte ich vielleicht auch noch, könnte man auch noch ein bisschen drehen. Aber wie gesagt, wenn ihr eine gute Base noch sucht, der hat auch nur einen Stern kassiert vom ersten, also das läuft auf jeden Fall. Und ja, kannst du drehen, noch ein bisschen würde ich nach rechts drehen, hier unten hin, Richtung dem Magierturm. Dann deckst du diese ganze Fläche hier unten ab und das macht eigentlich dann schon Sinn, finde ich. Macht Sinn. Wir gucken mal eben bei mir, ich habe meine Base gebaut. Ich habe einfach die Base genommen, die ich auch bei der Pokaljagd hatte. Das ist auch, ja. Ah, jetzt kann ich das wieder nicht, ich kann euch die Wiederholung nicht zeigen, weil es eine Wartungspause gab, ne? Das ist auch wieder sehr geil, Supercell. Und hab mir überlegt, ich setze den hier hin und lasse ihn so in die Richtung, weil ich mir überlegt habe, wenn vielleicht die Clanburg gelockt würde mit Ballons, würde der Air Sweeper, ich dachte immer Air Sweeper oder Luftfeger, das ist echt so kacke, sich da immer, ich will immer Air Sweeper sagen, sage ich oftmals aber auch Luftfeger, ich weiß auch nicht, also wir einigen uns jetzt mal auf Air Sweeper. Also Air Sweeper, bläst in diese Richtung hier rein, hatte ich mir überlegt, wenn vielleicht jemand die Clanburg locken will oder so, dann würde er da vielleicht eine gute Arbeit leisten. War halt so meine Intention, die dahinter stand halt, ne? War halt so meine Intention. Wir können ja auch nochmal gucken. Ich habe aber ansonsten auch keinen gesehen, der irgendwie auch nur eine Base hatte, wo es halt gescheit war. Also zum Beispiel jetzt, Kollege Yolo, der ja auch immer gar nicht für ganz gute Base-Designs
bekannt ist, hat den halt außen stehen, weil er ihn ausbaut. Deswegen ist es halt auch nicht, ja, nicht repräsentativ, weil ich halt nicht genau weiß, wo er ihn hinsetzen wird. Wir können ihn ja mal fragen. YOLO, wo willst du den, den Air Sweeper hinsetzen? Da müssen wir mal gucken, ob er uns das vielleicht verrät. Ich habe nämlich ansonsten noch keine Ahnung, wo das sein könnte. Schwierig. Er hat ja keinen Platz. Er hat keinen Platz für den Air Sweeper. In der Mitte ist nämlich auch nichts frei, das ist das Problem. In der Mitte ist nichts frei, der braucht halt noch zu viel Platz. Er könnte jetzt zum Beispiel das hier oder halt auch das hier nicht verrücken. Oder zum Beispiel auch den König, ohne dass da dann, ja, ohne dass dann da was passiert. So kann er ihn ja nicht stehen lassen. Also die Leute werden ja in die, werden ja regelrecht in die Base reingeblasen. Das macht ja im Grunde, finde ich jetzt keinen Sinn, das den dann so zu stellen, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Ja, YOLO will uns auch nicht antworten irgendwie, deswegen, keine Ahnung. Such mal noch einen Gegner raus. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob die den Loot vielleicht auch gefixt haben, das weiß ich nicht. Zumindest, kommt es mir nicht so vor, als wäre das Matchmaking gefixt worden. Wir sehen nämlich immer noch relativ, ich finde immer noch relativ viele Neuner und Zehner halt, obwohl ich in Silber bin, also ich finde kaum Achter. Oh, eine schöne Base. Deswegen, wir suchen mal ganz schnell noch einen Gegner, wenn ich keinen finde, dann ist auch nicht schlimm. Dann könnt ihr mir zumindest wirklich mal in die Kommentare reinschreiben, wo gibt es gescheite Bases? Oder habt ihr eine gescheite Base für den Airsweeper ab Rathaus 8? Wir sehen jetzt mal, hier ist zum Beispiel eine Base, Rathaus 9. Ja, das sind immer diese Kompromiss-Bases, ne? Du hast auf der einen Seite, willst du den Airsweeper gescheit positionieren, dann willst du die Luft, die Klarenburg gescheit in der Mitte haben, dann willst du, ist das hier der, nee, das ist nicht, ich darf nichts setzen. Dann zum Beispiel willst du die Klarenburg in der Mitte haben, willst das Dunkle schützen und so weiter und so fort. Und musst im Grunde immer irgendwo einen Abstrich machen. Du wirst nie irgendwie eine Base finden, wo alles zu 100% passt. Das ist halt einfach so. Das ist einfach so die Sache, ne? Du kannst nichts zu 100%, weil das geht einfach, glaube ich, nicht. Es gibt nicht die zu 100%, die 100% perfekte. Sehen wir jetzt auch bei ihm. Er hat gesagt, ich habe noch keine Idee, klappt alles nicht so richtig. Ja, deswegen, das sind halt alles so Sachen. Deswegen würde ich sagen, sind wir am Ende. Tut mir leid, dass es heute nicht unbedingt einen Angriff gab, aber das ist ja auch mal eine gescheite Abwechslung, wenn man mal so sieht, was man noch so machen kann mit den Base-Designs. Was gibt's da noch für Möglichkeiten? Und wie gesagt, wenn ihr eine Base habt für mich, dann schreibt sie mal in die Kommentare rein. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht ein perfektes Design finden für Rathaus 6 bis 10. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.